You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefront 2 News Video. Ja Leute, heute am Dienstag ist ein neues Update erschienen für Battlefront 2 und zwar das erste Juni-Update, beziehungsweise der Teil 1 des Juni-Updates. Leute, dieser Teil hat wirklich geile Änderungen dabei, die wir uns schon lange gewünscht haben, lange wollten und unbedingt brauchten in Battlefront 2. Ja Leute, diese ganzen News, diese ganzen geilen Änderungen und legendären Sachen bekommt ihr jetzt natürlich alle gesagt. Auf jeden Fall Leute, kommen wir zu den Helden als erstes. Und zwar die Helden sind eigentlich so das Hauptthema mit in diesem Update gewesen. Und zwar Leute, geht es um einmal den Darth Maul und den Anakin Skywalker. Wir kommen erstmal aber zu dem Darth Maul, denn ich denke mal, der Darth Maul ist eigentlich einer, der, ja sag ich mal, nicht so oft in Betracht gezogen wird in Updates. Auf jeden Fall, Leute, der Darth Maul, wie ihr alle wissen, hat der ja einen Lichtschwertwurf. Und zwar, eine Fähigkeit namens Lichtschwertwurf. Auf jeden Fall, diese Fähigkeit, Leute, wurde überarbeitet, beziehungsweise sie wurde verändert. Und zwar wird der Lichtschwertwurf jetzt nicht mehr längs sein, also senkrecht sein, sondern er wird jetzt vertikal sein. Also er wird jetzt einfach mal zum Beispiel hier den Luke Skywalker hier im Gameplay, wenn wir jetzt Darth Maul wären, da würden wir jetzt einfach den Lichtschwertwurf machen und es würde ihn vollkommen am Bauch treffen. Also so müsst ihr euch das vorstellen, das Lichtschwert würde einfach wusch durch seinen Bauch durchgehen. Ja, moin. Auf jeden Fall. Ja, Leute, so ist jetzt die Fähigkeit von Darth Maul, die Lichtschwertwurffähigkeit. Ich finde, das ist eine nice Änderung, die wir auf jeden Fall brauchten für diesen Charakter. Denn wir alle wissen ja, wir haben alle mal versucht, mit Darth Maul zu spielen, Gameplay, und die Fähigkeit war das Einzige, was wir nie gespielt haben. Auf jeden Fall, ja, Leute, nice Änderung, kommen wir zum nächsten. Und zwar, Anakin Skywalker, Leute, war eigentlich der größte Teil in diesem Update, den größten Anteil im Update angenommen, und zwar... eingenommen. Und zwar, Leute, der größte Teil war nämlich eigentlich die komplette Fähigkeitenüberarbeitung bzw. die Abschwächung von ihm. Und zwar, Leute, er macht jetzt weniger Schaden mit seiner Hauptfähigkeit, mit der Würgegrifffähigkeit. Er macht jetzt aber auch mehr Schaden mit seiner Wegstoßfähigkeit. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sie nennen soll. Mir fällt auch gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall für die Fähigkeit... hat er jetzt auf jeden Fall eine Verbesserung erhalten. Dazu hat er aber auch noch eine Verschlechterung erhalten für diese Fähigkeit. Und zwar, diese Fähigkeit, Leute, macht jetzt nämlich, trägt nicht mehr dazu bei, dass eure Hauptfähigkeit, nämlich die Würgegrifffähigkeit, ja, schnell aufgeladen wird. Auf jeden Fall eine gute Änderung. Ja, Leute, das war eigentlich so das Wichtigste zu Anakin Skywalker. Er hat wirklich eine Abschwächung erhalten, auch eine Verbesserung erhalten. Außerdem, Leute, muss ich noch dazu sagen, die Hauptfähigkeit von Anakin Skywalker, der Würgegriff, wurde verkürzt um 2 Sekunden. Und er wurde auf jeden Fall auch schwächer gemacht, etwas von der Schadenszahl her. Um, glaube, 100 Punkte, aber ich weiß nicht ganz genau, wie viele es waren. Auf jeden Fall, Leute... krasse Änderung für Anakin Skywalker. Ja, Leute, kommen wir jetzt noch zu einer krasseren Änderung, die eigentlich viel wichtiger ist als so ein Anakin Skywalker-Luschensohn da. Ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu den Matches. Und zwar, Leute, die Matches, wie wir alle wissen, in Battlefront 2 haben Ewigkeiten gebraucht, bis sie gestartet sind. Das ist jetzt anders. Und zwar, Leute, starten die Runden jetzt viel, viel schneller. Und zwar... haben die Entwickler sich gedacht, ja, die Community sagt immer, die Runden, die dauern so lange, bis die starten, da fehlen nur 3 Spieler und die Runde startet nicht. Ja, das wurde jetzt überarbeitet, die Runde sollte jetzt auf jeden Fall schneller starten und ich bin mal gespannt, wie es sich das spielen lässt. Ich konnte selber noch nicht spielen, Leute, wie findet ihr es aber, dass es jetzt schneller geht? Auf jeden Fall, coole Änderung, muss man auf jeden Fall auch mal irgendwann reinbringen. Ja, auf jeden Fall, Leute. Das waren jetzt eigentlich schon so die größten Änderungen in Battlefront 2 in diesem Update. Und ich muss sagen, persönlich, es waren gute Änderungen auf jeden Fall. Ich glaube, es war noch der ein oder andere Bugfix auf jeden Fall mit da am Start. Und dann waren auch noch ein paar Überarbeitungen in manch anderen Sachen. Die weiß ich jetzt aber auch alle nicht. Und Leute, noch Infos zu Battlefront 2 gibt es nämlich. Noch ein paar Infos. Und zwar, Leute, Druidikas und die Map... ja, die Map Felucia wurde bestätigt.
dass sie in Battlefront 2 Einzug erhält. Ich glaube, es war im August, wo die Map ankommt. Auf jeden Fall nice, dass wir eine neue Map bekommen. Für totale Feuerschaft vor allen Dingen. Richtig nice und ich freue mich auch richtig groß darauf, diese geile Map zu spielen. Wir haben ja schon Bilder erhalten, also das wird auf jeden Fall richtig geil. Dazu bekommen wir auch noch einen neuen Klon, also ein neues Klondesign. Und wir bekommen auch noch dazu, Leute, ein, Druidika, wie gesagt, eine neue Spezialeinheit. Und wir bekommen dazu auch noch, Leute, einen neuen Panzer für die Republik. Und für die Separatisten bekommen wir auch noch einen neuen Panzer, aber dessen Namen ich jetzt noch nicht weiß. Nicht mehr weiß, glaube. Also gehört habe ich ihn schon mal. Auf jeden Fall den TX-130 Panzer bekommen wir auch noch in Battlefront 2 mit der Map Felucia. Ja, Leute, das waren alle News zu Battlefront 2. Das Gameplay ist auch an der Stelle vorbei. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Bis dahin, Leute, viel Spaß mit Battlefront 2, mit, ja, Battlefield 5 und vielen weiteren Games hier auf dem Kanal. Und ich würde mal sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und vor allen Dingen eine gute Battlefront 2 Runde. Und natürlich viele Credits in Battlefront 2. Ich bin raus. Ciao.